Literaturhaus Bremen, der Podcast. Die Buchmesse in Frankfurt hat begonnen. Spanien ist ja in diesem Jahr das Gastland. Darüber wollen wir sehr gern sprechen mit Marifé Borges-Garcia. Sie ist Spanierin und Vizepräsidentin für Südeuropa und Lateinamerika auf der Messe. Sie leitet unter anderem auch die geschäftliche und strategische Entwicklung, ist außerdem verantwortlich für das Fellowship-Programm und das Einladungsprogramm der Buchmesse. Heute hat sie ein bisschen Zeit für uns und wir sind zu dritt. Marifé Borges-Garcia sitzt an ihrem Schreibtisch in Frankfurt. In unseren Bremer Wohnzimmern sitzen Günter Rodewald und Silke Behl. Günter arbeitet ja mit im Podcast-Team, ist aber auf der anderen Seite als Fachmann sehr gefragt, denn er arbeitete gut 30 Jahre als Literaturagent in Barcelona. Hallo Marifé, hallo Günter. Hallo. Hallo Marifé. Hallo Silke. Hallo, hallo. Ich fange einfach mal an, dich was ganz Persönliches zu fragen. Du kommst ja aus einem relativ tiefen Valencia, aus Morella. Wie hat es dich nach Frankfurt verschlagen? Und wie kommt das, dass du so gut Deutsch sprichst? Beziehungsweise, das ist gut, perfekt. Perfekt. Ja, danke. Also erstmal danke für die Einladung. Schön, das Gespräch mit euch zu teilen. Wie hat es mich nach Deutschland verschlagen? Also mein Vater ist als Gastarbeiter nach Deutschland gegangen, noch bevor ich geboren wurde. Und irgendwann sind meine Mutter und ich nachgereist, weil das einfach schwierig war, die Familie aufrechtzuerhalten, wenn einer immer weg ist. Und so kam ich dann eben auch in den Genuss des Kindergartens und der Schule, wobei ich ergänzen muss, dass auch mein Spanisch gut ist und dass ich auch die spanische Schule nachmittags besucht habe. Deswegen war auch das Interesse auch an allem Spanischen nach wie vor vorhanden. Ja, und ich glaube, dass das auch eines der Gründe ist, weswegen ich später nicht nur Germanistik, sondern eben auch Romanistik und darin eben auch Hispanistik studiert habe, weil ich immer irgendwie diesen Spagat zwischen beiden Sprachen und beiden Ländern gelebt habe. Du hast ja nun irgendwie die ganzen Vorbereitungen hinter dir, die Messe ist angelaufen. Was waren so die spannendsten und vielleicht auch die schwierigsten Aufgaben und Erfahrungen bei der Vorbereitung dieser Buchmesse, die dich ja ganz persönlich getroffen hat, eben als Verantwortliche des Gastlandes Spanien, als Gastland von der Buchmesse? Ja, ich glaube, das Schwierige war, dass uns eine Pandemie dazwischen kam. Also der Vertrag mit dem spanischen Kulturministerium wurde ja bereits 2019 unterzeichnet oder 2018 sogar. 2019 fing dann die Arbeit an und im Grunde hätte Spanien ja 2021 Ehrengast sein sollen. 2020 hatten wir Kanada auf dem Schirm. Und als dann die Pandemie ausbrach, hat uns Kanada gebeten, weil die Messe 2020 ja nur virtuell stattgefunden hat, haben sie uns gebeten, ob wir nicht um ein Jahr verschieben. Und das war natürlich dann besonders kompliziert, weil es nicht nur darum ging, die Spanier zu überreden, sondern wir hatten ja bereits 3 unterschriebene Verträge mit Spanien, mit Slowenien und mit Italien. Wir mussten also 3 Länder verschieben und entsprechend muss man da ja auch alle auf einer Ebene versammeln und alle auf eine Entscheidung hin überzeugen. Ich glaube, es war auch gut so, weil die Pandemie natürlich auch einiges ausgebremst hat und entsprechend konnte das Jahr gut genutzt werden. Ja, Marifé, du hast es gesagt, die Energie war ein bisschen gebremst durch die Pandemie, aber es gibt auf der anderen Seite dieses starke Motto des Gastauftritts, nämlich sprühende Kreativität. Da konntet ihr ja richtig aus dem Vollen schöpfen, als es endlich losging. Ich bin neugierig geworden. Was versteckt sich eigentlich für einen Anspruch hinter diesem Motto? Ja, also von spanischer Seite möchte man natürlich nach dem ersten Ehrengastauftritt von Spanien, also 1991, möchte man natürlich ein neues Spanien zeigen. Und damals war ja klar, das war ein sprühendes Land auch, also ein sehr fortschrittliches Land damals. Da wird mir Günni sicher recht geben. Da hat er in Spanien gelebt. Und da war Spanien viel fortschrittlicher als Deutschland. Also zumindest ist das in meiner Erinnerung so. Das war die Demokratie, da war ganz viel
viel Neues, was man erzählen konnte. Und in der Zwischenzeit hat sich natürlich viel getan. Vieles ist jetzt auch mit der Globalisierung und so weiter viel normaler geworden, viel europäischer geworden. Ich glaube, damals war Spanien noch ein bisschen exotisch zum Teil. Das ist es jetzt nicht mehr. Und heute geht es darum, ein dynamisches Spanien zu zeigen. Und das zeigt sich ja schon bei der Entwicklung von dem Erscheinungsbild, von diesem Projekt, wo es ganz viele Formen und Farben gibt, die sich abwechseln. Und da gibt es einfach ganz andere Dinge, die heute erzählt werden wollen. Also man will die sprachliche Vielfalt darstellen, die mit den vielen Amtssprachen, also mindestens 4, die Bibliodiversität, die immer wieder in den Vordergrund geschoben wird, auch den Wert der spanischen Sprache, die ja so weit reicht wie eben bis Lateinamerika, und auch die Vielfalt der spanischen Gesellschaft. Und eine der großen Themen ist, dass die Rolle der Frauen im Kulturbetrieb unterstrichen werden und auch viele junge Autorinnen jetzt auf dem Schirm sind. Das war, glaube ich, damals etwas anders. Marifé, du hast jetzt ganz viele Themen angesprochen. Es klang ein bisschen für mich, als ob der eigentliche Aufbruch schon 1991 gewesen ist, mit dem Aufbruch in die demokratische Zukunft. Jetzt wird genauer hingeguckt, in welchen Feldern passiert da eigentlich was. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also ich denke, damals ging es vor allem darum, ein Spanien zu zeigen, dass sich eben aus einer Diktatur in eine Demokratie entwickelt hat. Und vieles war damals eben in Spanien besonders neu, also so wie die Ehe unter Homosexuellen war früher in Spanien möglich als jetzt zum Beispiel in Deutschland oder so. Und andere derartige Dinge auch, wo man irgendwie das ein paar Jahre vorher nicht gedacht hätte von diesem südlichen Land. Aber in der Zwischenzeit ist eben in Spanien vieles, was damals, wie gesagt, exotisch war, beziehungsweise noch in einem Entwicklungsstadium war, das hat sich ja jetzt gesetzt in den letzten Jahren. Und jetzt geht es darum, verschiedene Dinge hervorzuheben, die das heutige Spanien bestimmen. Und da ist zum Beispiel das Thema Frauen, also das hat ja auch, wenn ich an den 8. März denke, an den Weltfrauentag, also nirgends gibt es so riesige Frauendemonstrationen wie in Madrid. Das ist unglaublich, wenn man sich das irgendwie anschaut. Vielleicht braucht man das hier weniger, weil wir eine längere feministische Tradition hatten, haben. Aber in Spanien ist das ein Riesenthema zum Beispiel. Und das möchten eben die Verantwortlichen für den Ehrengast auch in Szene setzen, dass viele junge Autorinnen insbesondere mitgebracht werden. Also es sind im Programm mehr als 50% sind auf jeden Fall Frauen. Und auf solche Sachen wird ganz extrem geachtet. Insgesamt 100 Autorinnen sind eingeladen, ziemlich genau also die Hälfte derjenigen, die überhaupt auf der Messe vorgestellt werden. Könntest du sagen, worauf wir besondere Aufmerksamkeit lenken sollten? Auf welche Trends und auf welche Autorinnen vielleicht? Also mir fällt auf, dass es Autorinnen gibt, die nicht so klar nur eingekästelt werden können. Also es gibt solche Frauen wie Elvira Sastre oder Cristina Morales, die auch Musik machen, die schreiben oder die zeichnen oder, ne, also dass man irgendwie da viel, da steckt ja dann auch diese Kreativität desbordante dahinter, diese sprühende Kreativität, die einfach viele unterschiedliche Disziplinen irgendwie drauf haben und uns das präsentieren. Also das finde ich interessant, weil es etwas ist, was man jetzt erstmal nicht unbedingt erwartet. Natürlich haben wir auch die Hommages, wie sie eben auch dazugehören, jetzt speziell für Almudena Grandes oder Javier Marías, die leider beide dieses Jahr gestorben sind. Also das, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und das sind jetzt nicht, die würde ich jetzt nicht Klassiker nennen. Das sind die sich in den letzten Jahren weiterhin gut verkauft haben und so weiter. Und wichtige, ganz wichtige Autoren für die spanische Literaturlandschaft, ne? Aber diese jungen Autorinnen, die werden, glaube ich, sehr besonders gefeatured. Du hast ja schon so ein bisschen beschrieben, wie sich das Land, wie sich Spanien darstellt in der Ausstellung. Wie ist das? Ist das wieder ein extra Pavillon im Messegelände? Ich habe so ein bisschen Bilder schon gesehen, von den Entwürfen. Auch jetzt, glaube ich, es waren schon Fotos im Internet auch schon zu sehen, natürlich. Mhm. Wie sieht die Ausstellung aus? Ich habe viele Lampen gesehen, viele Lichter, viel Buntes, auch so wie du sagst. Sieht sehr spannend aus, aber was nimmt der Besucher mit?
Der Pavillon ist im Grunde auch eine Darstellung von dieser Kreativität. Der basiert zum einen auf diesem visuellen Konzept, von dem ich vorhin gesprochen habe, mit den ganzen Farben und so weiter. Das sieht man auf den Teppichen, das sieht man an den verschiedenen Installationen dort. Und das Ganze ist entwickelt worden von einem Architektur- und Designbüro, auch mit sehr jungen Architekten und Designern, in diesem Fall aus Madrid. Der konzeptionelle Ansatz geht zurück auf eine sogenannte Theorie der Kirschen. Das ist eine Idee aus einem Buch von Carmen Martín Gaite, die irgendwie so dieses Never-Ending Story darstellt, das beim Erzählen genauso wie beim Kirschenessen ist. Ne? Man nimmt eine und dann man merkt es gar nicht und isst die zweite und die dritte. Und so soll es uns eben auch mit den Büchern gehen und auch mit den Geschichten, die uns auch in diesem Pavillon erzählt werden, von einem Format zum anderen und so weiter. Im Pavillon gibt es zwei Areale, also zwei Foren, wo es verschiedene Veranstaltungen gibt. Das eine heißt Cereza, also Kirsche, und das andere heißt Turquesa. Und da finden sämtliche Gesprächsrunden und Präsentationen statt. Es gibt auch eine kleine Bar, wo es Tapas geben wird. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und es gibt auch Ecken zum Verweilen und um sich die Bücher anzuschauen und so weiter und sich inspirieren zu lassen. Aber was ich spannend finde, ist, dass mittels künstlicher Intelligenz auch in diesem Pavillon die Wände verändern werden, weil das Ganze sich wie ein lebendiges Wörterbuch, soll man sich das vorstellen, das Ganze wird sich ändern, weil die Gespräche oder die Worte, die von den Menschen genutzt werden, während sie da den Pavillon besuchen, das wird sich widerspiegeln später an den Wänden. Also der Text an den Wänden wird sich verändern und das wird sich speisen durch die Gespräche der Besucher, die da durchgehen. Das finde ich irgendwie interessant. Also da stelle ich mir jetzt ein bisschen vor wie eine babylonische Sprachverwirrung, die da visualisiert wird. Und das hat ja wiederum zu tun auch mit der riesigen spanischen Sprachfamilie. Eine 500 Milliarden Menschen sprechen diese Sprache und die kommen aus sehr unterschiedlichen Kulturräumen. Hinzu kommen 4 Regionalsprachen in Spanien selbst. Auch die haben Besonderheiten, auch die haben kulturelle Eigenheiten und sind sich nicht immer so ganz grün. Wie wird das alles eingefangen jetzt auf der Messe? Also zum einen muss ich sagen, dass das Ministerium das Kulturministerium sehr viel Wert darauf legt und sehr bemüht ist, Autoren aus diesen ganzen Regionen und aus diesen Sprachräumen einzuladen. Es sind von den circa 200 Autoren, die reisen werden, mindestens 25% schreiben in Katalanisch, Galizisch oder Baskisch. Die anderen 3/4 schreiben auf Castellano, auf Spanisch. Und es werden auch einige lateinamerikanische Autoren dabei sein. Aber das ist der Fall, weil sie die spanische Staatsbürgerschaft auch haben oder in Spanien leben oder beides und auch verlegt werden. Also da gibt es eben bestimmte Grundsätze, wer darf zu dieser Delegation gehören, weil das ist natürlich jedes Jahr ein polemisches Thema und auch bei jedem Land. Also das ist jetzt nichts Spanisches. Und was mich besonders freut, ist, dass es eben, das gab es bis jetzt auch schon, das ist jetzt nicht wegen des Ehrengastes, dann gibt es in der Halle 4.1, wo die Verleger sind, wo die Geschäfte gemacht werden, da gibt es eigene Stände von diesen verschiedenen Regionen in Spanien, von den Comunidades Autónomas. Und also Katalonien hat schon immer einen Stand, wo die Stadt Barcelona auftritt, das Institut Ramon Llull und der katalanische Verlegerverband. Dann gibt es einen Stand von Valencia, der auch mit dem Verlegerverband aus Valencia gemeinsam auf die Beine gestellt wird. Es gibt einen galizischen Stand, es gibt einen baskischen Stand und neu hinzugekommen dieses Jahr sind Andalusien und Asturien. Und da geht es natürlich, also bei den letzten beiden nicht unbedingt, aber bei den anderen geht es natürlich darum, ihre Sprachen auch zu zeigen, weil die spanische Sprache ist ja an allen anderen Ständen vertreten und auch an dem Gemeinschaftsstand des Verbands, des Hauptverbands. Aber in diesen konkreten kleineren Ständen, da geht es darum, eben diese sprachliche Vielfalt dann auch wieder zu erkennen. Ja, das scheint sich auch die letzten Jahre zu halten. Wie gesagt, jetzt kommen Andalusien und Asturien dazu, die natürlich da sich auch zeigen wollen mit ihren Autoren und mit ihren Büchern. Ja, Marie-Fee, das ist ja auch immer ein großes Unterfangen, dass Subventionen gegeben werden für Übersetzungen. Es werden gerade auch für die deutschsprachigen Verlage, also ja. Deutschland, Österreich und die Schweiz,
immer auch sehr viele Autoren neu übersetzt oder wieder herausgegeben. Da fließt sehr viel Geld rein. Ja. Das heißt, es wird Geld gegeben für die Übersetzung, für das Marketing und so weiter. Meine Erfahrung aus den früheren Ausgaben war, dass immer sehr viel produziert wurde, veröffentlicht wurde, publiziert wurde zu der Messe. Aber das ist doch eigentlich nur ein kleiner Teil war von Autoren oder von Werken, die sich wirklich haben konsolidieren können. Ist das inzwischen durch die Erfahrung mit den anderen Gastländern anders oder wo hat man die Sicherheit? Weil es für den Verlag an sich kein Risiko bedeutet. Er wird ja stark subventioniert. Ja. Aber gerade die deutschsprachigen Verleger müssen, weil die Messe so ein zentrales Thema in der Öffentlichkeit ist in Deutschland, müssen natürlich die Kataloge vollkriegen. Ja, also das ist in der Tat eine Herausforderung. Also es ist, in Spanien gab es schon ein Übersetzungsförderungsprogramm seit 1984 vom Ministerium. Das ist, als klar wurde, dass Spanien Ehrengast wird, wurde um 45% wurde das Budget erhöht. Und in 2019 wurde ein zusätzliches Programm geschaffen, das von Acción Cultural Española verantwortet wird. Und das wurde in Abstimmung mit Verlagen auf bestimmte Sprachen nur fokussiert. Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Deutsch. Das waren die Sprachen, die von den Verlegern genannt wurden. Und insgesamt sind etwa 3 Millionen Euro von 2019 bis heute investiert worden in die Übersetzungsförderung. Dabei geht es nicht nur um die Übersetzung von den Büchern, sondern auch um die Übersetzung von Fragmenten, um eben den Rechtehandel anzukurbeln. Also man muss ja erstmal, für alle, die jetzt nicht irgendwie aus der Buchbranche sind, man muss ja erstmal, um so ein Buch, um die Rechte eines Buchs zu verkaufen, muss man ja erstmal überhaupt erzählen, worum es da geht. Und das Ganze findet natürlich in Englisch statt. Und diese Fragmente ins Englische zu übertragen, war eine der zentralen strategischen Punkte in diesem Projekt. Es gibt außerdem auch von Acción Cultural Española, gibt es andere Unterstützungsmöglichkeiten, die heißen Mobilidad und ich weiß nicht was noch. Also auf jeden Fall gibt es da Programme, wo man zu 50% die Kreativen, also in diesem Fall die Autoren, fördert, wenn sie woanders auftreten sollen. Das heißt, jetzt ist die Herausforderung, also nach der Buchmesse wird die Herausforderung sein, diese Autoren weiterhin in die unterschiedlichen Länder, nach Deutschland und auch in andere Länder zu bringen, wenn ihre Bücher erscheinen, um tatsächlich dann auch den Verkauf dieser Bücher anzukurbeln. Ne? Dass sie im Gespräch bleiben, ja. Genau, dass sie im Gespräch bleiben und dass entsprechend dann eben auch die Leser weiterhin irgendwie an diesen Autoren interessiert sind, weil je besser sich die Bücher verkaufen, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Verlag neue Rechte von dem Autor oder einem ähnlichen Autor oder sowas kaufen wird. Ne? Das ist jetzt die große Herausforderung. Aber ich muss sagen, also wenn ich zurückblicke, zum Beispiel Argentinien war 2010 Ehrengast und Argentinien hatte kein Übersetzungsförderungsprogramm damals. Die haben das extra zu diesem Ehrengastprojekt auf der Buchmesse eingeführt und die haben bis heute über 1200 Titel gefördert, also rund 100 Titel pro Jahr. Und bevor wir Spanien als Ehrengast angegangen sind, war es in den deutschen Gefilden war es üblicher, aktuelle argentinische Autoren hierzulande zu finden als spanische, die zum Teil nicht verlegt wurden oder so. Und das ist etwas, was die Argentinier sehr gut gemacht haben. Die sind jedes Jahr, sind die mit Autoren angereist zur Buchmesse, haben sie danach durch die Uni in Frankfurt, in Köln und so weiter auftreten lassen, haben diese Übersetzungsförderung überall promoted und so weiter und sind sozusagen am Mann und an der Frau geblieben. Ja, und das muss jetzt mit Spanien genauso passieren. Ja. Ich finde, das sind unheimlich interessante neue Strategien, von denen wahrscheinlich auch Deutschland was lernen könnte, um unsere Literatur im Ausland bekannter zu machen. Aber ich würde gern nochmal nachhaken, Marifee, und zwar im Hinblick auf die unterschiedlichen Märkte in Spanien und Lateinamerika. Wir haben eine sehr junge Bevölkerung in Lateinamerika, viel jünger als die in Spanien. Was lesen diese Menschen und was funktioniert da an Themen, an Modellen, an Strategien? Ja, also in der Pandemie hat sich gezeigt, dass in Spanien zum Beispiel mehr gelesen wurde. Es hat zugenommen, während es in Lateinamerika dies überhaupt nicht der Fall war. Also in Mexiko ist der Buchmarkt ziemlich eingebrochen.
in Argentinien auch. Dazu kommt noch die hohe Inflation, mit der sie ja schon immer zu kämpfen haben. Aber das jetzt nur, um von den zwei großen Märkten Lateinamerikas zu sprechen. Was ich seit Jahren beobachte, ist, dass es immer neue, kleine und interessante Verlage, immer neue Neugründungen von Verlagen dort gibt. Mehr in Argentinien sogar als in Mexiko, aber in beiden Ländern, auch in Kolumbien und Chile. Aber das sind jetzt vom Volumen her viel kleinere Zahlen als bei den anderen beiden. Und ich frage mich auch, an wen sie verkaufen, weil so viele Leser gibt es im Vergleich zu Spanien dann nicht, obwohl es mehr Menschen gibt und obwohl es eben ein großes Potenzial gibt. Was viele dieser unabhängigen Verlage versuchen, ist auch in Spanien Fuß zu fassen. Und es gibt mehrere davon, die eine spanische Dependance gründen, die für ein paar Monate herkommen, also nach Spanien, nach Europa kommen und irgendwie sehen, wie sie sich von hier aus auch nochmal an eine andere Leserschaft wenden können. Und ein großes Problem in Lateinamerika, das ist noch nicht gelöst, aber vielleicht haben wir in einigen Jahren eine andere Situation, weil es auch Print-on-Demand-Möglichkeiten gibt und sowas, ist die Distribution. Also es ist manchmal leichter, mit einem Buch von Spanien nach Mexiko zu kommen, als von Argentinien nach Mexiko oder von Peru nach Chile oder so. Also das ist ganz, ganz schwierig. Und da gibt es einfach sehr viel zu tun, auch natürlich, was die Leseförderung angeht, ebenso. Das klingt jetzt aber auch so, als ob aus Lateinamerika viele Anregungen kommen könnten, auch für die spanische Literatur und die Verlagslandschaft, oder? Auf jeden Fall. Und Spanien hat in der Krise von 2008, 2009 und so weiter, hat Spanien sehr gut auch von Lateinamerika gelebt, weil natürlich Lateinamerika das Exportland par excellence ist. Also spanische Bücher in Lateinamerika findet man ganz sicher, während man nicht unbedingt lateinamerikanische Bücher in Spanien finden kann. Nicht so sehr, ne? Also im Verhältnis nicht. Ich hätte gerne noch schon die Frage gestellt, wie du den spanischen Markt überhaupt jetzt auch gerade nach der Pandemie jetzt wirklich den spanischen Markt auch siehst. Ich kenne ihn natürlich als einen Markt, der immer große Schwierigkeiten hatte, immer zu kämpfen hatte mit, dass es nicht genug Leser gab und so weiter. Wie stellt sich da die Landschaft da im Moment? Was der Verlegerverband uns erzählt, ist, dass die Landschaft eher positiv ist. Da ist von einer Stärke irgendwie die Rede. Und also ich hatte mir hier gerade ein Zitat von dem Präsidenten des Verlegerverbands irgendwie vorhin angeguckt, wo er sagt, wir sind ein Land, wo sich die reiche Verlagsproduktion auf jeden Fall hervorheben lässt, auch in den verschiedenen Sprachen des Staates. Und wie gesagt, also die Zahlen sind positiv nach dem Einbruch von 2008, 2009. Also man ist noch nicht auf dem Level von vorher, aber auf einem sehr guten Level schon. Marifee, nicht nur von spanischer Seite kommt da recht viel Optimismus, sondern auch von Jürgen Boos, dem Direktor der Buchmesse. Der hat nämlich in seinen Statements immer wieder betont, dass die Leserschaft in Spanien jung ist und die Verlagslandschaft ausgesprochen kreativ und erfolgreich. Davon könnten wir uns in Deutschland ja vielleicht auch ein bisschen was abgucken. Kann man die Märkte überhaupt vergleichen oder könntest du sagen, was Deutschland von Spanien lernen könnte? Das ist schwer zu sagen, weil da natürlich irgendwie eine ganz andere Soziologie dahinter steckt. Aber ich glaube, in Deutschland ist der Markt gesättigter und ich will jetzt nicht sagen, dass Spanien keine Tradition hat. Hat's natürlich, ja, erst recht im Vergleich zu Lateinamerika, aber Deutschland noch viel mehr. Und hier gibt es auch Indie-Verlage und es gibt die Kurt-Wolf-Stiftung, die da irgendwie eine Menge macht. Aber mein Eindruck, dass in Spanien und auch in Lateinamerika ständig neue kleine Verlage irgendwie entstehen. 2-3-Mann-Verlage, die ganz tolle Publikationen machen. Das gibt's hier nicht. Also hier gibt es, vor ein paar Jahren gab es irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie der Verlag heißt. Ich glaube, 3 Schwestern oder so aus München und so weiter. Genau. Also es gibt dann irgendwie solche und das ist dann gleich irgendwie so die super Nachricht, weil so ein kleiner Verlag irgendwo neu herauskommt, was ich toll finde. Aber in Spanien wäre das gar nicht irgendwie so aufregend, weil es einfach ständig passiert.
Ja, da ist einfach diese Lebendigkeit da. Wie lange diese Verlage dann tatsächlich überleben, das ist natürlich dann eine andere Sache. Wie die sich oder wie sie überhaupt überleben, ob die Leute von dem Verlegen leben können, das ist auch die Frage. Aber solche Verlage hat es ja auch hier gegeben. Also es ist der A1 Verlag in Berlin, der auch Luis Rufato heraus oder Assoziation A ist es. Da haben auch die beiden Verleger nicht von ihrem Verlegen gelebt. Jeder musste irgendwie einen anderen Job machen, um dann irgendwie Bücher verlegen zu können, wenn man irgendwie genug Geld hatte. Also ich glaube, das ist auch, da ist immer wieder auch Glaube und eine Idealismus auch, ne? Idealismus und Träumerei irgendwie dahinter, dass man etwas Tolles machen will und ein tolles Projekt realisiert. Und vielleicht traut man sich das eher in Spanien als in Deutschland. Das nehmen wir mit, Marifee. Ich bin überzeugt, dass man Erfolg nicht nur in Euro und Cent bemessen kann, sondern auch in dem, was an neuen Ideen kommt und eventuell nachhaltiger sein wird als das ganz große Geschäft. Gibt es etwas, worauf du besonders neugierig bist noch oder worauf du dich freust? Oder worauf du für uns ein besonderes Augenmerk lenken möchtest? Ich freue mich auch auf die Ausstellungen, die es auf der Messe geben wird. Wir haben ja einen Bereich, der heißt Arts Plus, The Arts Plus, wo sich die Kreativindustrien auch zeigen. Und da wird es ein paar Ausstellungen geben, zum Beispiel zu spanischer Illustration oder die World Design Capital Valencia dieses Jahr. Die wird da auch eine große Ausstellung organisieren. El Prado en las Calles wird auf dem Freigelände auch eine Ausstellung machen. Also ich freue mich auf die Sachen, die jetzt nicht so nur die Bücher angehen. Und ich bin auch gespannt, was von anderen Kulturindustrien so rüberkommt. Ferran Adrià wird sprechen über die Kreativität Große Koch. in dem Fall in der Gastronomie. Und es sind auch ein paar Leute da, die aus der Filmindustrie kommen, die von der Plattform, einer der Gründer von der Plattform Filmin wird da sein und wird mit einem Regisseur und einer Autorin sich unterhalten. Also ich glaube, dass da auch noch mal andere Themen und andere Geschichten in anderen Formaten auch noch mal zur Sprache kommen. Das alles kann man erleben, wenn man sich Samstag und Sonntag noch auf die Socken macht oder auf die Bahn wirft. Marifee, was machst du eigentlich danach? Erstmal eine Schlafkur? Tapas hast du dann ja wahrscheinlich genug gegessen. Mal sehen, was ich während der Messe überhaupt esse. Aber ja, also ich nehme mir dann erstmal ein paar Tage frei, auf jeden Fall. Die werde ich brauchen. Ich möchte noch anschließen, dass ich das unheimlich schade finde, dass ich nicht dabei sein kann, weil mir ist natürlich, es liegt immer noch ganz tief im Herzen, meine 30 Jahre, die ich im spanischen Publishing arbeiten und leben durfte. Eine ungeheuer, damals auch sehr fantasievolle Landschaft. Und jetzt, wenn ich das so sehe und höre und lese, ach, ich hätte unheimlich Lust dabei zu sein, aber leider muss ich das aus der Entfernung sehen. Ich wäre gern dabei. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Und ich schließe mich deinen Wünschen natürlich an. Vielen lieben Dank, Marifee Boisch-Garcia. Eine schöne Messe noch. Und hier in Bremen sagen Günter Rodewald und Silke Behl Tschüss. 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 Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.